Hallo zusammen, mein Name ist David Araujo. Ich bin hier angestellt als Automobilfachmann. Seit meiner Lehre 2018, die habe ich dann, 21 im August abgeschlossen. Ich bin jetzt Vollzeit tätig hier. Und heute erkläre ich euch, wie mein Tag so abläuft, was alles so passiert. Und ja, fangen wir doch an. Als erstes ist das Tagesprogramm. Da bin ich, komme ich am Morgen her und stempel mich normal einstempeln. Und ab dann läuft meine Zeit und dann steht, da habe ich ein Programm, wo verschiedene Blätter sind. Und dort steht haargenau, welcher Kunde, welches Auto, was zu tun ist. Und dann schaue ich, was ich als erstes zu tun habe. Und dann gehe ich vorne, kann ich alles holen. Und dann sehe ich gut, was zu tun hat. Ich es mit dem zuständigen Serviceberater schnell anschauen. Nehme den Schlüssel, nehme den Auftrag und gehe schon zum Kundenauto. Dann fahre ich das Kundenauto zu mir auf einen Lift fahren. Ich hole die vorbereiteten Teile, die das Lager parat gemacht hat am Vorabend oder am Morgen. Ich nehme alles zu mir, kontrolliere, ob ich jedes Teil habe, das ich brauche. Und dann starte ich. Das heisst, wir haben einen gewissen Serviceplan. Und dann schaue ich immer, was ich verarbeiten kann, zusammen kombinieren, damit es etwas schneller geht. Dann fange ich an mit den Sachen, zum Beispiel Ölwechsel oder Mikrofilterwechsel, was gut plus minus kannst zusammen machen. Und dann ja, mache ich die Arbeiten fertig. Dann, nach dem Fertigmachen mache ich nochmal alles einen Endcheck. Mache ich alles kontrolliere, ob ich alles angezogen habe oder nicht. Und wenn ich den Endcheck gemacht habe, kann ich das Auto zur Schlussreinigung bringen. Das heisst, wir haben einen Arbeiter, der extra für das zuständig ist, können wir ihm die Autos bringen. Der hat auch eine Liste, wo er alles sieht. Und dann ja, sieht er, was er machen muss. Ob es jetzt eine normale Servicereinigung ist oder eine Innenreinigung, die die Kunden noch drauf zahlen, je nachdem. Und ja, nachdem bringe ich ihm das Auto, dann tut er mir das Putzen, Waschen. Ich bringe den Auftrag noch fertig ins Lager, dass ich alles im System eintöckeln kann. Und dann ist meine Arbeit gemacht.